Aloha, ich grüße euch. Ja, ich nehme euch nochmal mit beim Bullet Journal. Und zwar werde ich heute einen Tracker erstellen, und zwar für meine Online-Bestellungen. Weil wie schnell hat man mal bei Amazon auch bestellt. Das möchte ich mit tracken. Also nicht nur, was ich so zum Basteln shoppe, sondern wir bestellen auch so da Sachen. Oder meine Tochter ist da auch ganz groß drin. Einfach mal gucken, wie oft bestellen wir da. Ich werde das vielleicht dann auch kennzeichnen, was für meine Tochter ist oder für meinen Mann. Mein Sohn hat ein eigenes Konto, der bestellt das selbst. Aber auch, wann habe ich bei Ali bestellt? Wann habe ich, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, so, ich habe so und so oft bei Kreativbunt bestellt, so und so oft bei Cats on Apple Trees. Ne? Und weil ich bin ja der Meinung, es ist nicht so oft. Sieht man ja eigentlich auch an den Holz. Okay, Ali Holz zeige ich euch eigentlich nicht, weil das ist so, ist schwierig. Ne? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, AliExpress Holz. Ich bestelle da eigentlich recht gerne, weil man da auch außergewöhnliche Sachen bekommt. Ne? Ja, wie gesagt, hier mache ich jetzt den Online-Tracker. Und zwar, wo habe ich bestellt? Wann habe ich bestellt? Habe ich bezahlt? Und wie habe ich bezahlt? Und wann ist es geliefert worden? Das möchte ich mittracken. Und ich habe ja für dieses Jahr schon meine erste Online-Bestellung. Ideen mit Herz hat bis zum 8. Januar. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist, wenn das Video hochkommt. Aber ich habe es in meiner Facebook-Gruppe gepostet. Wenn ich sowas mitkriege, poste ich das in der Regel. Und ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir nochmal Magnetpapier. Das war sowieso im Angebot. Und dann gab es nochmal 10%. Und ich hatte da ein paar Prägefolder im Warenkorb. Die waren irgendwie noch drin, sonst hätte ich die auch vergessen. Und die waren jetzt, die haben eh so 3 Euro noch was gekostet. Und dann gab es Prozente, deswegen habe ich die mitbestellt. So, und jetzt möchte ich, ich habe ja das Schwarz online, ne? Und dann möchte ich jetzt Bestellungen so geschwungen darüber machen. Das zeichne ich wieder vor mit Bleistift. Da gebe ich euch noch einen Tipp, wenn ihr das mit Bleistift vorzeichnet, wie gesagt, einen weichen Bleistift, und lasst es einen Tag trocknen. Ne, grad, ihr wisst nicht, das sieht trocken aus, aber es ist noch nicht trocken, dann verschmiert ihr euch das alles. Ich meine, man kann das immer noch mit ein bisschen Gedudel wegmachen, übermalen oder einen Sticker oder so, aber gebt dem Ganzen einen Tag Zeit, dass es trocknet. Und ich glaube, das hatte ich im letzten Video gesagt, wenn ihr vorzeichnet mit Bleistift und dann die Sparkle-Marker vom Action nutzt, ihr kriegt den Bleistift darunter nicht mehr weg. Also ich habe ihn hier nicht wegbekommen. Ja. So, da ist jetzt Online-Bestellungen. Ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig, weil es dauert natürlich so ein bisschen. Ne? Ich habe gesagt, ich kann dabei tiefen entspannen, und so soll es ja auch sein, weil ich führe es ja für mich und nicht für euch. Und deswegen halt dieses Voice-Over. Und ich habe schön ein Video dabei geguckt. Oder mehrere. Ich habe ja immer in Sequenzen gedreht. Ja, hier bin ich mir noch nicht einig. Ziehe ich jetzt eine Linie. Und ich entscheide mich doch jetzt dann gleich für dieses ganz, ganz schmale Washi-Tape. Das ist zum Beispiel von AliExpress in Rosé-Gold. Ja, einen Anfang finden ist auch schwer. Na, und ihr könnt ja alles mittracken, ob ihr, egal was, ne, also ne, ein Schmerztagebuch oder, wird ja eh auch von Ärzten auch empfohlen, wenn man irgendwie chronisch krank ist oder immer Schmerzen hat, das mal mitzuschreiben, ne, aufzuschreiben. Oder wer bei Weight Watchers ist, der weiß es, ne, das A und O ist es aufschreiben, damit einem das auch mal bewusst wird, ne, was macht man, wie, so, man überlegt, ach ja, aber wenn man es schwarz auf weiß hat, oder bunt auf weiß, dann gehen einem manchmal die Augen auf, weil man will ja ein bisschen vielleicht was verändern, ne, oder je nachdem, was man damit vorhat. Ja, und so, ich meine, mein Mann sagt immer, er sieht ja, was ich ausgebe am Konto, aber für mich ist das ja vielleicht nochmal. Also ich mache mir da so eigentlich nicht so viel. Ich meine, ich kenne mein Budget, aber ja, mein Mann sagt dann irgendwann Stopp. Ne? Von daher,
Und so ist vielleicht, dass ich auch mal sage, ach komm, ne? Nee, jetzt hast du diesen Monat schon und manches vergisst man auch. Und ich wollte mir jetzt auch, das ist mir heute aufgefallen, weil ich habe nämlich Post von Cats on Apple Trees bekommen, die hatten auch 10%, mir mal aufzuschreiben, wann welcher Shop immer Angebote hat. Dass, wenn ich bestellen will, dass ich vielleicht da auch so eine Liste habe, ach guck mal, die haben ja jeden Januar kommt, da haben die Prozente. Ne? Und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich warte dann noch 4 Wochen mit dem Bestellen und dann bestelle ich es. Okay, ist natürlich blöd, wenn man im Januar bestellen will und Weihnachtszeug haben will. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man eh irgendwas im Warenkorb hat, was so nicht saisonabhängig ist, das vielleicht auch mal mit tracken. Das will ich mir direkt mal aufschreiben. Prozente Läden. Ne, und das mal so vergleichen. Wer hat wann Prozente? Wann ist versandkostenfrei? Sowas könnt ihr auch gerne in meine Facebook-Gruppe posten. Wenn ihr das irgendwo seht, dass irgendein Shop versandkostenfrei, Prozente oder einen anderen Sale hat, ne, da können wir ja nur gemeinsam von profitieren. Finde ich, ja, ich fände es klasse und man vergisst ja so viel. Ne, also man denkt, ja, denke ich dran, ja, von wegen. Ne, denkt man nämlich meistens nicht dran. Ja, jetzt mal arbeite ich mit dem Washi-Tape weiter. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich wieder schwarze Linien ziehe. Und ich muss dringend meine Mäppchen finden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Da habe ich ja noch viel andere oder bessere Stifte auch. Ich habe ja gute Stifte fürs Bullet Journal. Ach, der Kampf mit dem Washi. Wie gesagt, und erlaubt es, was gefällt. Es ist, klar, es ist zum, ja, seine Zeit auch zu optimieren, um vielleicht auch zu reflektieren, was könnte ich optimieren, was kann ich anders machen, was stört mich. Ne, ihr könnt alles aufschreiben, aber ihr müsst nicht stur nach eurem, also nach irgendeiner Vorschrift gehen. Es ist egal. Wenn ihr es minimalistisch mögt und einfach, macht ihr das so. Wenn ihr sagt, damit, das ist nicht für, nichts für mich, oder die Wocheneinteilung ist blöd, dann macht ihr es so, wie ihr es möchtet, so wie das für euch richtig sich richtig anfühlt. Weil das ist es A und O, weil ihr müsst es ja führen. Ne? Und wenn ihr da keine Lust zu habt, nur weil er irgendwas nachmacht, jetzt sind ja, ich gucke mir auch dieses Minimalistische, gucke ich mir schon mal an, aber es wäre nichts für mich. Jetzt quietscht die Emmy. Ist ja klar, ne? Entweder quietscht der Kühlschrank, die Spülmaschine oder der Hund. Ja, ich bin gespannt, ob diese 2 Seiten reichen werden für das Jahr. Ich glaube nicht, weil wenn ich dann bei Ali schon mal eskaliere, das ja, passiert so alle paar Wochen. Also eskalieren ist dann, ne, also ich bestelle da nicht für 100 Euro oder so, aber ja, das ist dann hier was, da was und dann ist der Warenkorb voll. Nein, oh Gott, ich habe meinen Warenkorb jetzt mal komplett gelöscht, weil der von Jahren voll ist, da ging auch nichts mehr rein. Und ich habe da jetzt mal alles gelöscht, weil ich denke, da habe ich die ganze Zeit nicht bestellt. Und deswegen habe ich es komplett gelöscht. Und jetzt ist da wieder frei und jetzt kann ich das füllen. Und ja, es ist auch gestern und vorgestern eine schöne Lieferung gekommen. Wie gesagt, ich zeige es eigentlich ungern. So, ein Emmy quietscht. So hoch, da komm mal hin. Komm mal hin, Schatz. Sorry dafür, aber wenn ich jetzt auf Stopp drücke, dann muss ich von vorn wieder labern. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja, ja, wie gesagt, hier trenne ich das dann ab. Ich kann es mir auch gerade mal hier aufschlagen, weil ich sehe es hier gerade an meinem Handy nicht so gut, was ich da geschrieben habe. Aber ja, als erstes natürlich, ne, Shop, Datum, Betrag, geliefert, bezahlt. Ja, und diese, das sind eigentlich, ich meine, das sind Nagel-Washi-Tapes, also Nagelsticker, ne, um sich hier die Fingernägel zu machen. Und ich mag die so gerne fürs, also auch für ein Filofax, weil ihr habt ja gesehen, ich habe die Original-Filofax-Einlagen und da sind ja so, ja, Ränder, also so Linien drin. Die sind so dunkelblau, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und ja, entweder male ich drüber oder ich mache so einen ganz dünnen Sticker drauf. Weil ich habe ja da nicht viel Platz zu schreiben und deswegen kann ich auch nicht ein dickeres oder ein schmales Washi, zum Beispiel von Action oder so. Das wäre dann noch zu breit. Und hier ist das so ein Tick größer wie die Linie und ich finde das schön. Vor allem das Rosé-Goldene. Und ich weiß gar nicht, das war jetzt gar nicht so teuer. Müsste ich mal gucken. Und ich habe hier, ich glaube, das sind
müsste ich mal zählen, einige drin. Aber ich weiß gerade nicht, wie teuer. Wenn euch das interessiert, müsst ihr das mal schreiben. Aber wenn ihr bei Ali sucht, gebt einfach mal Nageldesign Washi-Tape oder so ein. Da kommt oder ganz oder dünnes Washi-Tape. Und teils könnt ihr das auch in Englisch übersetzen. Das könnt ihr ja bei Google machen. Einfach mal ja, gucken. Ne? Ich hänge da auch schon mal. Ali ist ganz, ganz schlimm, weil man da ja schon mal Stunden vorhängt. Das ist ganz, ganz übel. Ja, weil man vom Hölzchen auf Stöckchen kommt, das ist der Oberhammer. Ja, ich bin gespannt, was da am Ende des Jahres bei rauskommt und ob ich das noch erweitern muss. Ich habe ja ein bisschen Platz gelassen. Ne? Eins, zwei, drei. Also ich hätte dann noch 4 Seiten übrig. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Schauen wir mal. Was mache ich jetzt hier wieder? Ich weiß. Achso, ich schreibe nochmal das bezahlt hin. Ne? Geliefert hier jetzt nochmal bezahlt. Ich hätte jetzt ganz rechts noch eine Spalte frei. Und ich weiß noch nicht, wofür das. Vielleicht könnte ich da hinschreiben, wenn es für Lissy oder ist oder für meinen Mann. Damit ich weiß, nicht ich habe das alles ausgegeben. Ne? Jo. Ja, und so füllt sich langsam das Buch. Gerne mache ich auch bei jedem Monat immer Washi-Tape oder auch Ribbon dran, damit man das sehen kann. Wir kommen gleich noch ein bisschen zu den Monatsübersichten. Da habe ich ein bisschen weiter gemacht, aber die sind natürlich noch nicht dekoriert. Also ich bin froh, wenn ich da erstmal bei Dezember bin, weil es geht ja darum, die Sachen einzutragen, die ich jetzt schon weiß. Und dekorieren kann ich ja später noch, aber weil sonst macht das ganze Bullet Journal ja keinen Sinn. Ich habe ja gesagt, ich habe ganz schön viel schon vor dieses Jahr. Und die Termine möchte ich gerne alle eintragen, bevor ich dann neue mache und sage, oh, hier, ne, da kann ich ja gar nicht. Da kommt die liebe Elli oder kommt die Muriel oder, ne. Und deswegen sollte das fertig werden und dekorieren kann man dann, wenn man Zeit hat. Das soll ja auch nicht in Stress ausarten. Und wie gesagt, vergesst nicht mal reinzuschreiben, ob euch das so gefällt mit dem Voice-Over, weil das kriege ich auf jeden Fall geregelt, wenn ich einfach die Kamera mitlaufen lasse und für mich dann so, ihr seht, ich habe da keine Eile, weil das entspannt mich. Das ist total, ja, ne, mal kurz abends ein bisschen was machen. Und das sind ja Sachen, die macht man nicht jeden Tag. Ende der Woche werde ich auch noch ein Video hochladen, wo ich jede Woche, also jeden Tag gefilmt habe, und zwar meine Eintragung. Und ihr seht, das ist dann schnell. Ne? Das Dekorieren ist ja quasi so, dass, ja, hier seht ihr, ne? Online-Bestellung. Ja, okay, hätte ich schöner machen können, gefällt mir jetzt nicht so gut oben. Das mit dem rosé-golden Washi schon, aber das da oben, gefällt mir nicht so gut. Da arbeite ich noch mal nach. Das ist so ein Stift vom Action. Aber mit dem hatte ich ja vorher, mit der dickeren Spitze, genau. Ne? Und ja, aber das passiert. Ne? Dann ist es halt mal nicht so schön. Ich denke, dieses Online werde ich noch mal irgendwie vielleicht mit einem schwarzen Glitzerstift drüber machen, das mir besser gefällt. Schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, wenn ihr das täglich eintragt, braucht ihr nicht so lange. Außer ihr schreibt natürlich wie Tagebuch oder. Ne, aber jetzt zum Mitschreiben und gerade mal in welchem Shop war ich, die Kassenzettel wegtun und was habe ich gekocht, wie viel habe ich getrunken und so, das geht wirklich ratzifatzi. Ja, hier bin ich bei der Monatsübersicht April, also vorne, wo ich das ganze Jahr, ich habe ja 2 Doppelseiten reserviert für jeden Monat. Und zwar kommt links, habe ich ja die Tage und steht oben drüber der Monat. Jetzt da bin ich gerade bei April. Die Zahlen stehen ja schon da. Und rechts dekoriere ich oder schreibe besondere Ereignisse hin, je nachdem. Meistens dekoriere ich da aber. Und
markiere mir die Wochenenden und die Feiertage und da kommen halt meine Termine rein. Und wenn ich da zum Beispiel jetzt habe, irgendein spezieller Arzt oder so, steht dann Dr. so und so und dann in der Woche, da steht dann die Adresse und Telefonnummer, falls irgendwie was ist oder ich muss absagen, dann weiß ich, okay, ich gucke dann im April, das weiß ich ja nur erst kurz vorher, ob ich absagen muss oder nicht, ne? Aber dafür baue ich auch noch eine Tasche ein, weil wenn ich dann Termine bekomme oder auch mit Post, ich arbeite gerne mit Post-its. Eigentlich ist ja das Bullet Journal dafür da, dass man nicht so viel mit Post-its arbeitet. Aber für mich ist es, ja, es passt einfach. Also ich arbeite nicht mit so viel Post-its, aber doch mit einigen. Wenn ich mir gerade was aufschreiben will und was später eintragen will, dann passt das. Oder ein Termin, der noch nicht so fix ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe von unserer politischen Bildung gesprochen, wo es nach Trier geht und nach Frankreich, das steht ja noch nicht hundertprozentig fest, weil bei uns ändert sich ja schon mal öfters was. Und das werde ich nur mit auf dem Post-it da reintun. Aber ich werde es da reintun und wenn ich weiß, es ist fix, dann trage ich es ein. Ne? So, wenn ich quietscht hier, komm mal hin, nur komm. Ups, uiuiuiui. So, schwerer Hund ist oben. Schwupps. So. Na, jetzt mache ich die Wochenenden noch. Also ich habe einmal April ja mit dem dünneren Stift und dann mit dem dickeren Tombow nochmal April drüber. Ihr könnt das aber, wenn ihr Buchstabenstanzen habt, na, ihr könnt euch das ausstanzen. Ihr könnt euch das ja mit dem Etikettierer machen, egal, oder mit einer Buchstabenschablone, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch auch nur eine halbe Seite für einen Monat machen. Das ist total egal, wie ihr das möchtet. Ich bin mit diesem System immer ganz gut gefahren. Viele machen sich ja so eine Monatsübersicht mit diesen Kästchen und ich finde das ganz hübsch. Ich komme aber damit nicht zurecht. Ich habe das dann nicht im Überblick. Also muss ich immer gucken und dann mache ich mir zu viele Termine und das möchte ich vermeiden. Und deswegen habe ich so den ganzen Monat im Überblick und sehe, ach, die Woche, da ist schon was. Ne? Also da versuche ich mich immer so ein bisschen zu schützen, dass ich mir nicht zu viel Termine reinhaue. Aber Murphys Gesetz, das ist ja manchmal so, du machst was, du buchst was und dann kommt noch das und das und das noch kurzfristig. Ne? Da kann man manchmal nichts dran machen, aber es ist halt so. Ja, da bin ich nicht eingeschlafen, sondern ich gucke auf den Kalender, dass ich da auch richtig treffe. Na, einmal haben wir da Ostern, also Karfreitag, dann das Wochenende und dann Ostermontag und hier jetzt dann die Wochenenden. Ne? Dann für mich passt das hervorragend. Ne? Dann weiß ich hier so und so und mach mal langsam oder dann nehme ich vielleicht mal einen Tag Urlaub, weil ich weiß, es ist mir sonst zu viel. Und da komme ich ganz gut mit zurecht. Ne? Aber das ist mein System, wie ich mit zurechtkomme. Ihr kommt vielleicht ganz anders zurecht. Ne? Ihr kommt mit den Kästchen besser zurecht. Oder. Und ich mag das halt so und dann rechts zu dekorieren. Ne? Und das kommt noch, wahrscheinlich auch mit den Embossed-Stickern von Action, die mag ich da auch ganz gerne. Und natürlich mit meinen Millionen von Die-Cuts von der lieben Ellie. Oh, die müssen auf jeden Fall auch mit da rein. Und alles, was mir so in die Hände fällt. Und ihr könnt wirklich alles, ob Sticker, Stoffreste, es ist egal. Ne? Haut da rein, was ihr möchtet. Ne, irgendwas aus alten Büchern oder also in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was ausstanzen, das möchte ich dieses Jahr auch machen. Also viele Sticker verbrauchen, viele Stanzen, Stempeln mit Schablonen. Ne, das ist der Plan. Ne? Ja, da radiere ich ein bisschen weg. Das ist aber noch zu früh. Ich glaube, da war es auch ein bisschen. Man lässt es besser trocknen. Also lasst es euch gesagt sein, lasst es erstmal einen Tag trocknen. Klar, es sieht natürlich mit den Bleistiftstrichen nicht so schön aus, aber lasst es einen Tag trocknen. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Ja, ist natürlich, ist noch unspektakulär. Ne? So, jetzt machen wir den nächsten Monat. Das mache ich jetzt mal in Gelb und zwar den Mai und den mache ich ganz breit. Das waren Stifte vom Teddy, die ist noch gar nicht so alt.
Wie gesagt, ich muss erstmal meine Stifte wiederfinden. Und wenn ihr mit Bullet Journal startet, kauft nicht zu viel am Anfang. Und weil ihr ärgert euch. Aber kauft euch was Schönes, ne, wo spart nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es muss euch gefallen. Aber an Stiften, ihr werdet das hinterher selber merken. Wenn ihr Spaß am Bullet Journal habt, dann werdet ihr euch auch einen guten Stift kaufen. Aber ihr braucht keine 20 guten Stifte. Ihr braucht einen guten Fineliner, vielleicht auch 2, 3. Ne? Mein Radiergummi, das Städtler, ist aus dem Action. Das kostet nicht viel. Ne? Einen guten Bleistift, den würde ich beim Müller oder im Schreibwarengeschäft holen, der nicht bei jedem, also nicht hier 10 Stück für 80 Cent, wo man nur am Anspitzen ist, die total hart sind, weil die Mine dann immer abbricht. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Da wirklich einen guten, weichen Bleistift, wo ihr Vertrauen rein habt, weil das sieht man sonst hinterher, wenn ihr zu fest aufdrückt. Ne? Aber sonst braucht ihr erstmal nicht viel investieren. Und erstmal probieren und schreibt, was ihr möchtet. Ihr könnt, wenn euch das nicht, es gibt immer Seiten, die einem nicht gefallen. Ja, da habe ich den Aquamarker aus dem Action. Ich habe ja auch vor Jahren mal die Aquamarker gekauft. Das reicht mir auch, weil ich so viel nicht damit mache. Ich werde mir erst neue kaufen, wenn die soweit vertrocknet sind. Aber noch geht's. Und das ist so schön hell. Das passt hervorragend. In diesem Buch, ich will mal gerade gucken. Bis eben hatten sie noch nicht durchgeblutet. Aber ich habe natürlich auch den Leuchtturm 120er Grammatur. Also das blutet nicht durch. Ja, also das ist schon cool. Ja, wie es jetzt in einem normalen ist. Ich weiß nicht, was die normalen haben. Oder wenn ihr das vom Action habt, ob das durchblutet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht mache ich auch mal eine Reihe in einem Action-Bullet-Journal, wo man einfach mal so Beispiele macht. Ist ja auch, wo ich vielleicht mal was teste. Ne? Wo ich was teste, was ich später dann umsetze in meinem gebrauchten Bullet-Journal. Ne? Das wäre auch eine Maßnahme. Das, denke ich, ist ganz gut. Der Emma Krepp wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja. So, Mai ist Christi Himmelfahrt, ist der 18. Mai und da kommen die Ellie und Heike Lee Craft. Da freue ich mich. Ja, und dann geht's, wenn die fahren, an dem Tag geht es für mich dann schon weiter Richtung Trier, Metz und nach Frankreich, nach Sedan die ganze Woche. Und ich glaube, dann brauche ich erstmal Urlaub. Das wird hart. Eieiei. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Und vor allem bin ich gespannt, ob euch dauerhaft meine Serie mit dem Bullet Journal gefällt und auch meine andere Serie mit, benutze deinen Kram, use your stuff. Ich finde das richtig cool, aber es kommt ja darauf an, wie ihr das findet. Und ja, da kommt einiges. Ne? Ich glaube, das nächste Mal mache ich Prägefolder. Prägefolder habe ich doch. Ihr wisst, was ich meine. Schablonen, weil ich auch ein paar Schablonen im Bullet Journal nutzen möchte. Und das bietet sich quasi an, weil ich so viele Seiten dekorieren muss. Ja, und weil man hat und man nutzt zu wenig. Ne? Und dann sieht man irgendwo, oh, ja stimmt, habe ich ja auch noch, kann ich auch mal nutzen. Ne? Und ja, da möchte ich hinkommen und euch vielleicht auch mitnehmen und mit meinem Bullet Journal ein bisschen auch die Angst nehmen, selber anzufangen und man muss da nicht stundenlang sitzen. Und wie gesagt, wenn ihr es nicht dekoriert, dekoriert ihr es nicht. Das ist ja, dekorieren ist ja quasi die Nebensache, obwohl für mich mit die schönste Sache, aber auch wirklich, ja, zu gucken. Ne? Und wie gesagt, Bullet Journal hat uns schon viel gebracht. Das habe ich ja auch schon mal erzählt, mit unserem Ex-Vermieter hatten wir arge Probleme und ich habe alles mitgeschrieben, alles. Und gesagt, wir haben Auszüge davon fotografiert, ausgedruckt und dem Gericht vorgelegt. Und das war halt das Mitschreiben, ne? Wie wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, schreib's auf oder gemobbt wird oder so, schreib's auf und mach Protokoll und dann wird's was. Ne? Also das war wirklich Gold wert, will ich mal sagen. Ja, weil man vergisst vieles, weil das Ganze ging ja über 2 Jahre und man vergisst vieles. Und da konnte man wirklich beweisen und das war klasse. Ja.
Und wie gesagt, es macht Spaß, in alten Bullet Journals rumzugucken. Und ja, was war da? Und ja, man schreibt halt verschiedene Sachen auf und ist immer ganz nett. Manchmal muss man schmunzeln und manchmal denkt man, ach, gut, dass die Zeit vorbei ist. Und manchmal ist man ein bisschen wehmütig und man denkt, ach, schade, dass die Zeit vorbei ist. Ja, und wie kreativ man doch war. Wie gesagt, vielleicht werde ich euch da mal einen Einblick geben. Ja, hier mache ich jetzt den Juni. Wie gesagt, das ist alles nichts Spektakuläres, aber vielleicht beruhigt er den einen oder anderen beim Zugucken. Ich habe zum Beispiel in der Berufsschule hatte ich eine Kollegin, die konnte zeichnen wie ein, also so richtig wie so ein Modedesigner. Ne? Also ich habe mich auch gefragt, warum die sowas nicht gemacht hat. Und wenn so, oh, so ein langweiliges Fach und dann hat die gezeichnet, ich saß neben ihr, das hat mich so entspannt, da zuzuschauen. Das war wirklich, boah, ich weiß noch, Manon hieß die. Ja, die liebe Manon. Und ja, das war echt klasse. Und da konnte, ja, leider hat sie damit nie was gemacht. Aber die konnte, also das war Naturtalent, das war der Hammer. Da konnte ich echt, ja, schön zugucken. Und das hat mich richtig runtergebracht. Also, ja. Und es hat mir ja nicht geschadet. Ich bin ja nicht irgendwie sitzen geblieben oder musste irgendwas wiederholen oder sonst irgendwas. Das war ja dann meistens so. Naja, ihr wisst schon, ne? Ihr habt ja auch eine Schulkarriere hinter euch. Emmy, da komm mal hin. Komm mal hin. So, ui. Jetzt muss ich die Emmy wieder auf den Arm nehmen. So. Ja, Juni mit dem Topmodel Glitzerstift. Und dann schreibe ich nochmal drüber. Auch das müsst ihr nicht. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt in Druckschrift, Schreibschrift oder, keine Ahnung, Chinesisch, Arabisch oder was ihr möchtet, was euch gefällt. Ne? Oder ihr nehmt Sticker dafür. Oder ihr schreibt es euch, druckt es euch am PC aus, wenn ihr sagt, ich kann überhaupt nicht schreiben. Wie gesagt, nochmal mein Tipp. Nehmt euch Zeit. Macht euch, wie viele Buchstaben das Wort hat. Guckt, wie viel Platz ihr habt. Guckt, wie breit ungefähr ein Buchstabe ist. Markiert euch das mit Bleistift und schreibt langsam. Mit weichem Bleistift langsam. Und wenn ihr seht, oh, dann radiert ihr es kurz weg und nehmt euch Zeit. Und, ne, also, und das klappt. Und ihr werdet hinterher stolz auf euch sein. Echt. Also es ist, vor allem, wenn man dann so hinterher mal blättert, ne, boah, guck mal, ich habe dieses ganze Buch geführt, ne, und ja, und mal vielleicht Erkenntnisse daraus zieht, ne, das ist, wie gesagt, aber es muss jeder führen, so wie er will, es soll Spaß machen und es soll ja auch was bringen, aber trotzdem in erster Linie Spaß machen, weil mit Zwang und irgendwas nachzumachen, was einem so zuwider ist, vielleicht habt ihr einen Monat irgendwas. Also ihr schreibt was rein oder trackt was mit, wo ihr dann sagt, bringt mir gar nichts oder will ich gar, oder das habe ich gar nicht befüllt. Ja, dann ist nicht schlimm. Dann lasst ihr es nächsten Monat wieder weg. Oder ihr macht es den nächsten Monat nochmal und sagt dann, nee, jetzt habe ich schon 2 Monate, das ist nichts für mich, ich mache das anders. Und ihr sucht euch was anderes. Ne? Also ihr seid da so frei und lasst euch da nicht irgendwie, das muss so sein und muss so sein. Jeder, wie er mag. Ne? Nicht jeder mag Minimalismus, weil es geht ja, man sagt ja auch, es geht ja eigentlich um das Planen und ne, sich zur Ruhe kommen und Zeit optimieren und so, aber da ist jeder auch anders. Ne? Der eine möchte das vielleicht nur mitschreiben, der eine möchte dabei entspannen. Ich denke, da ist, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Das ist, denke ich, wichtig und sollte meine Botschaft sein. Macht einfach, wie euch das gefällt. Und ja, wenn ihr, es gibt ja Leute, die müssen das streng nach Vorschrift machen und sonst machen sie es nicht. Ne? Und ich werde auch bald ein Video machen, wie ihr, ne, also Motivation fürs Bullet Journal, wie schreibe ich da jeden Tag rein? Was muss ich beachten oder was beachte ich? Ich kann ja immer nur sagen, was ich mache. Ob das für euch dann richtig ist, das entscheidet ihr. Ja, ich kann auch nur immer ein Löschblatt empfehlen. Das ist jetzt hier so ein Blatt, eigentlich um Whiteboard sauber zu machen. Aber Löschblatt ist echt wichtig. Ja.
Jo, jetzt bin ich auch schon fertig und ich würde sagen, wir hören uns, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.